Nach dem großen Erfolg des Charity-Events 24 Stunden für Manuel im letzten Jahr radelte der Lengenfelder Extremradsportler und amtierender Ultraradmarathon-Weltmeister Patrick Grüner heuer 24 Stunden für die Lebenshilfe Ötztal. Weil ich es wichtig finde, dass man auch ein bisschen für den Sozialen, sprich Lebenshilfe oder wie letztes Jahr für Manuel, dass man in der Gemeinde ein bisschen was tut. Und ich finde es einfach eine super Sache. Und der Aquarium und alle meine Leute stehen voll hinter mir und darum tue ich es auch gerne. Unterstützt durch über 200 andere Radbegeisterte freut sich der Ötztaler über jeden gestrampelten Meter zugunsten der Lebenshilfe. Gut, wir sind eingeladen worden vom Stefan und von Patrick Grüner. Ihre Idee war, das, was sie letztes Jahr für Manuel organisiert haben, diesmal wieder zum guten Zweck und das mal für die Lebenshilfe, aber speziell für die Lebenshilfe der Region, also für die Lebenshilfe Ötztal, zu organisieren. Unser Part an der Geschichte war, die Lebenshilfe Ötztal der Bevölkerung vom Ötztal näher zu bringen. Die Vielschichtigkeit, die unterschiedlichen Angebote, die wir bieten und einfach unser ganzes weites Spektrum. Der Sportprofi verbrannte auf seinem Rad über 15.000 Kalorien. Für jede verbrannte Kalorie wurde ein Euro an die Lebenshilfe gespendet. Ja, das Programm sieht aus, wir haben da 13 Spinningräder, die wir dann so an unsere Radclubs im Ötztal verkaufen. Das Rad kostet dann das gesamte Rad 240 Euro. Und das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Und wie gesagt, da raten wir 24 Stunden, ist natürlich eine große Organisationssache, wo ich aber ein gutes Team hinter mir habe. Und natürlich brauchen wir gute Radfahrer, haben wir ja im Ötztal reichlich. Und da führen wir soll einmal alle zusammen, was ich eigentlich ganz für eine nette Sache finde. Weiters wurde die Lebenshilfe Ötztal durch den Adventbasar der Aquadom-Mitarbeiter unterstützt, welche in den Sommermonaten durch das Gartenteam der Lebenshilfe ebenso tatkräftig unterstützt werden. Leben für Menschen mit Beeinträchtigungen unterscheidet sich in keinster Weise von unserem Leben. Insofern braucht es Sinn, insofern braucht es Aufgabe und natürlich auch die Bestätigung, was geleistet zu haben. Und es ist dann toll, wenn wir nicht im Separé, irgendwo im Geheimen vor uns oder für uns hinarbeiten, sondern wenn wir spürbar sein, wenn unsere Leistungen und die Leistungen von Menschen mit Behinderung gesehen werden und eben ganz spürbar im Alltag, so wie es im Aquadom da einfach passiert. Und die Lebenshilfe hat uns eigentlich schon gedacht, wenn es Lebenshilfe Ötztal ist, dass wir eine ganz tolle Sache draus machen können, dass wir mal auch die Lebenshilfe mit einbeziehen in das ganze Programm. Und wir sehen heute jetzt also noch 20 Stunden, dass wir eigentlich schon einen ganz guten Erfolg damit gehoben haben. Die arbeiten da, machen Tanzverführungen und wie gesagt, die Radeln haben wir ständig besetzt. Das war uns immer ganz wichtig, dass also die einzelnen Radlfahrer sich damit auseinandersetzen und sich Gedanken machen, wo wirklich große Disziplin dabei ist. Und ja, es schaut ganz gut aus, dass wir wieder in die 24 Stunden die ganzen Radeln besetzt haben. Sölden TV. Hier bist du der Star.